Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Little Nightmares 2. Ich bin schon sehr hyped, muss ich heute sagen. Ich habe mega Bock weiterzuspielen. Letztes Mal ist es ja auch ziemlich spannend geendet, muss ich ehrlich sagen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Folgen das Spiel noch braucht, bis wir durch sind, aber ich denke, wir haben es bald durchgespielt. Mal gucken, ob es in dieser oder in nächster ist. Weiß ich nicht, das ist nur so ein Gefühl, was ich habe. Doch ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Der Stuhl quietscht gar nicht so krass wie sonst immer. Wie auch immer, viel Spaß mit Little Nightmares 2. Alright, genau hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wir haben noch die coole Polizeimütze, wie wir uns erinnern. Und ich muss mich kurz ein bisschen sammeln, um hier nochmal ein bisschen einen Überblick zu erschaffen. Okay, warum auch immer hier eine Figur ist. Ach, guck mal, da unten ist ein Ausgang, beziehungsweise ein Weg. Das sehe ich doch gleich. Komm, zieh. Das sollte reichen. Keine Ahnung, wo diese Musik herkommt und warum diese Musik kommt. Wahrscheinlich wieder irgendein Radio oder ein Fernseher. Oh, okay. Ich sehe schon, den Boden sollten wir nicht berühren. Boah, nee, müssen wir jetzt hier so... Okay, naja, schaffen wir. Schaffen wir, habe ich gesagt. Okay, hoch. Wir müssen den Stecker hier rausstecken. Warte mal, ist in diesem weißen Bereich, da ist kein Wasser, kann das sein? Ich glaube, wir können da drauf hüpfen. Ja, können wir. Okay. Da läuft Fernsehen. Was ist, wenn wir uns jetzt hier hinter verstecken und den Fernseher einfach ausmachen? So, komm, Schluss für heute. Schluss für heute. Boah. Oh nein, sie will ja uns jetzt jagen. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Gut, das hat nicht so gut geklappt. Können wir in die Badewanne hüpfen? Können wir. Oh, ja, perfekt, es hat geklappt. Ich konnte ausmachen. Von hier hat's gereicht. Ah, genau das hatte ich vorgehabt. Nice. Okay. Ist der Strom aus? Ja, ne? Ja, geil. Okay, sehr nice. Dann können wir jetzt den Hocker nehmen, ja. Und dann zur Tür schieben, denke ich mal, oder? Oh, yes. Das haben wir gut gemacht. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Super. Hoch. Und Türe öffnen. Hallo. Mich durch, mich durch, mich... Wow. Ui, bin runtergeplumpst. Was geht da ab? Was würde passieren, wenn ich das jetzt ausmache? Das würde mich mal interessieren. Müssen wir da durch? Ich mach das mal aus, gell? Geht das? Okay, nee, geht nicht. Ja, das wäre jetzt witzig gewesen. Wenn ich das so ausmache und mich jagen irgendwie so 50 Menschen gefühlt. Gut, nächster Shop. Was ist da? Ich hab da irgendwas... Was ist das hier? Kann man das aufsammeln? Ich hab da irgendwas im Regal gerade gesehen, aber das war, glaube ich, nur so ein Teddybär. Okay. Regal, was gibt's da eigentlich? Ein Einkaufswagen. Kann man den schieben? Nee. Oder doch? Oh ja, kann man. Ah! Ja, dann können wir ihn wahrscheinlich da runterschieben und... eventuell draufhüpfen oder so. Ja, ne? Komm runter mit dir. Da, 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 da. Und jetzt schnell weg, bevor der uns umschmeißt. Oh, kacke. Ah, er kommt zurück. Okay, nice. Ich glaube, das reicht, oder? Ich glaube, da können wir einfach draufhüpfen. Ja, perfekt. Okay, nice. Jetzt können wir hier runter. Bam, 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 bam. Und wie ich sehe, ist hier auch kein Strom mehr drauf. Nice. Oh, lass mich hier durch. Diese ganzen Zimmer hier immer, gell? Die sehen irgendwie alle ähnlich aus und irgendwie alle creepy. Und hoch. Und jetzt kommen wir auch durch diese Schleuse da oben durch, was wir schon gesehen hatten, und können den Strom ausschalten. Super. Und der Strom ist aus. Nice. Okay, dann gehen wir hier so rüber, hüpfen da drauf und von hier darüber. Okay, das reicht. Perfekt. Dann gehen wir zurück, machen den Strom an.
So, Strom ist wieder an. Jetzt gehen wir hier rüber. Und können dann über den anderen Weg wieder zurückhüpfen. Und dann müssen wir es halt auf den ersten Anhieb schaffen mit dem Einkaufswagen. Aber das sollte klappen. In der Probe hat es auch funktioniert. Und jawohl. Und jetzt der entscheidende Sprung. Jawohl, nice. Und weg mit uns. Bam. Ganz schön dunkel hier links. Sieht aber auch nicht aus, wird es da noch irgendwas geben. Also dann, raus mit uns. Boah, Alter. Jetzt drehen sie ja komplett am Rad alle. Yo. Okay, okay, okay. Eieiei. Jetzt wird's creepy. Also, da links ist ein Fernseher. Und hier rechts ist ein Fernseher. Können wir ja zufällig rein. Na, heute nicht? Na gut. Also, wir müssen den anmachen. Ist ja wohl klar. Oh, und jetzt halt das Ding, ne? Jetzt müssen wir die hier weglocken und dann irgendwie versuchen, in den Fernseher reinzukommen. Aber ich glaube, das geht, weil die sich dann wahrscheinlich ins Schaufenster stellen, oder? Lass es uns probieren. Ausmachen. Wir stellen uns mal hier hin. Gehen jetzt direkt zum anderen? Ja. Okay, perfekt. Gut. Das war leichter als gedacht. Dann hier hoch. Wie da alle geiern, gell? Den machen wir wieder an. Und... Die brechen aus. Oh oh. Oh oh. Alter, die drehen durch. Weg hier. Weg, 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 weg. Hoch. Junge, bitte mach schneller. Du bist mir so langsam, du kleines Wesen. Oh, wie viele Glotzen. Warte mal, da werden die doch jetzt alle hingehen einfach, oder? Ja? Alle abgelenkt? Nein, nicht alle abgelenkt. Die werfen mir noch ein paar Schuhe zu. Ich brauche keine Schuhe, ich bin gern barfuß. Uah. Oh Gott. Nein, ich war zu langsam, oder? Es hat gereicht. Oh mein Gott. Oh, tschüss. Es hat gereicht. Okay, nice. Ich dachte, am Schluss habe ich wieder verkackt, weil manchmal mache ich immer so eine blöde Bewegung, da wird er voll langsam. Aber gut, we made it. Keine Ahnung, wo wir jetzt schon wieder sind. Und hoch mit dir. Komm, zack. Gut. Oh, hey! Komm raus! Komm raus! Was passiert? Ah, ich kann rausziehen, ja, logisch. Oder sie rausziehen. Oh, die Hand! Nein, nein, nein! Hoffen, komm noch zurück zu uns. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen. Boah. Oh, ich will ihn nicht sehen. Oh nein, er kommt. Der Hutmann kommt. Eine Axt. Nimm die Axt und schlag die Tür auf. Der Hutmann ist da. AKA der Slenderman. Schneller. Lass die Axt fallen. Oh mein Gott, er kommt. Ich glaube, das ist halt echt der Endboss, gell? Oh mein Gott, wie er aussieht. The Slender. Ich glaube, der ist echt der Endboss. Schneller. Kommt er? Ich weiß nicht, ob er kommt. Aber er ist aus dem Fernseher rausgekommen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Boah, ist der so safe über uns, oder? Ja, ich höre ihn. Ja, da oben steppt er. Wir haben gesehen. So, Angst vorm Jumpscare gerade. Ich bin ein bisschen angespannt. Da oben ist er. Nein! Hätte es automatisch weiter... Ich schwör's euch, das ist automatisch weitergelaufen. Für den Anlass ziehe ich mir diesen Hut an. Let's go. Okay, okay, schneller, 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 schneller. Gleich kommt er. Bleib stehen. Lass ihn reinschauen. Wer ist das? Wer ist dieser Hutmann? Der ist übertrieben gruselig. Dieser Slender. Warum steht er da noch? Okay, er ist weg. Alter, das ist doch safe. Die haben das doch so übel von Slenderman abgeguckt, oder nicht? Auch mit diesem Teleportieren und so. Also es hat übel Slenderman-Vibes. Aber ich find's geil. Hat was. Gefällt mir. Gut, wo sind wir jetzt? Schon wieder ein riesiger Raum. Also ich sehe schon, wir können hier auf jeden Fall... Er kommt. Schnell, zieh den Stuhl, zieh den Stuhl. Oh mein Gott, er kommt. Das Gute ist, er ist nicht so schnell.
Schneller, 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 schneller. Oh fuck, jetzt wird er schneller. Hoch. Boah, ich habe Gänsehaut gerade. Mach schneller, bitte. Ich habe gar keinen Bock, den kennenzulernen. Zieh das weg. Oh mein Gott, er kommt. Zieh! Mach dich aus dem Staub, verdammt. Oh Gott, wir fallen. Ich muss mich übel an der Nase kratzen. Ich kann es jetzt aber nicht. Jetzt kann ich mich an der Nase kratzen. Okay. Sind wir in einem Zug? Ja, wir sind in einem Zug. Also die Folge ist ziemlich intens. Da ist er. Lauf. 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 The Slender is coming. Müssen wir rechts raus? Ich glaube ja. Ja, müssen wir. Oh mein Gott. Wir sind auch übel. Ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie in Zeitlupe gefühlt, wenn er in der Nähe ist. Er kann halt einfach... Haben wir verloren? Haben wir verloren? Hä? Wir haben verloren anscheinend. Hä, was hätte man denn sonst machen sollen? Ach, ich muss hier hüpfen. Ich war einfach zu langsam gerade. Schneller, schneller, schneller. Der zieht uns auch so komisch an. Wir werden immer langsamer. Oh mein Gott. Das ist richtig intens gerade. Fuck, ich hab verkackt, glaube ich. Oder? Nee, es hat noch gepasst. Hebel! Was war das mit dem Hebel? Hä? Jo, das ist eine heftige Folge auf jeden Fall. Auch mit der Musik, Alter. Uhuhu. Ich weiß nicht, was ich mit dem Hebel machen muss, aber wir werden es gleich nochmal versuchen. Sprung! Wir sind halt übel langsam. Der tut uns irgendwie so in Zeitlupe ziehen. Schneller. Ah, okay, wir haben uns von ihm... Okay, geil. Wir sind dir entkommen. Goodbye. Intens. Puh. Das ist eine heftige Folge bis jetzt. Boah. Alter, beschleunigt kurz mal hier. Da liegen wir nun. Ein kleines Nickerchen nach der Jagd. Komm, steh auf. Ist doch alles gut jetzt. Komm. Also wir sind übel verletzt, so wie es aussieht. Wir folgen jetzt einfach mal dieser Silhouette. Wow, was ist das für eine Leiter? Ah, sind wir jetzt vielleicht an diesem Turm, den wir vorgesehen haben? Beziehungsweise in der letzten Folge gesehen haben. Das könnte doch sein, oder? Dass das eventuell der Turm ist. Das könnte echt sein. Meine Nase juckt die ganze Zeit so. Wow. Ordentliche Leiter auf jeden Fall. Hoch mit uns. Alright. Da ist der Turm vor uns. Und ich dachte, wir wären schon beim Turm. Aber scheinbar immer noch nicht. Oh, was geht jetzt ab? Lichter gehen alle an. Oh. In welche Richtung müssen wir? Ach, wir können uns gerade gar nicht bewegen. Oh, oh. Oh, wer ist das? Ist das der Hutmann? Ja, er ist wieder da. Hutmann, aka der Slenderman. Was passiert jetzt? Yo, was geht jetzt ab? Bossfight? Hä, wir können gar nichts machen. Hä, verbeugen wir uns vor ihm? Ich will mich nicht vor ihm verbeugen. Muss ich irgendwas drücken? I don't know. Boah, Alter! Was haben wir gemacht? Yo! Ich glaube, ich hätte irgendwas machen müssen. Ich weiß bloß nicht was. Da steht nichts dran. Aber ich muss irgendwas machen auf jeden Fall, ja. Ja, komm. Und jetzt in die Richtung. Ja. Immer in die Richtung, wo er seine Hand hält, müssen wir den Joystick quasi drehen. Bam! Alter, wir machen dich fertig.
Endboss. AKA Slenderman. Und kommt noch eine zwischen. Bam, jetzt müssen wir nach links. Jetzt müssen wir nach rechts. Bam, jetzt müssen wir nochmal nach links. Jetzt müssen wir gerade. Oh, mein Daumen stirbt gerade. Ja. Oh, stell euch vor, die ganze Stadt geht jetzt gleich so runter. Okay, er kommt nochmal. Cool auf jeden Fall, so der Bossfight. So, das ist der erste, den wir hatten. Vielleicht auch der letzte. Boah. Willst du es nochmal spüren? Ich habe mehr Macht. Oh, er löst sich auf. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Haben wir ihn? Oh ja. Ich glaube, wir haben ihn. Ja. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Hoho. Was geht jetzt ab? Ich glaube, wir sind stärker, als wir dachten. Was ist jetzt passiert? Sieht geil aus, aber wo geht's jetzt bitte hin? Wir werden es rausfinden. Die Tore verschließen sich. Oh, wir sind final in dem Gang. Der Gang, der immer wieder in unserer Erinnerung erweckt wurde, den wir immer wieder im Fernsehen gesehen haben. Doch diesmal ist er nicht in Zeitlupe. Wir haben endlich den Gang gefunden. Mit dem Eingang und Musik. Wow. Ich gehe mal davon aus, wenn wir unten lila reingehen, kommen wir oben lila raus. Nein? Ach komm. Nicht so? Dann gehen... Überall öffnen sich Türen. Ja, dann gehen wir rechts rein. Dankeschön. Kommen wir oben wieder raus. Sieht cool aus. Echt cool gemacht. Wow. Das ist echt cool. Jetzt, das ist wahrscheinlich der Eingang zum Turm, denke ich mal, oder? Wir kommen jetzt wahrscheinlich zum Turm. Ah, geil. Okay. Wir müssen der Musik folgen. Alter, das geht ja noch ewig hoch. Als ob wir das alles durchlaufen müssen. Folgen wir weiter in der Musik. Oh, hier wird's gespielt. Okay. Was geht jetzt ab? Wow! Was geht jetzt ab? Hallo? Bist du's? Hey. Du kennst mich doch noch. Oder? Was geht jetzt ab? Was ist das hier alles? Hä, was soll mir das bringen? Wo soll ich das hinlocken? Oder sie oder ihn? Okay, würde nicht mit rauskommen. Was passiert jetzt? Hä? Ich glaube, das sollte nicht so sein. Ja, da ist ein Vorschlaghammer. Ich glaube, wir müssen den nehmen, gell? Ich glaube, wir müssen dieses Ding kaputt machen. Ich weiß zwar nicht, was dann passiert, aber wir machen es einfach mal. Uff. Sorry. Was geht jetzt ab? Hey, alles gut. Oh Gott, alles stürzt ein. Okay, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Ich gehe schon. Ich gehe. Oh. Ich muss mir danach echt mal so ein bisschen Fan-Theory und allgemein so ein bisschen Sachen durchlesen zu dem Spiel. Was die ganzen Charaktere und so angeht, weil ich bin da echt nicht gut in Bilde und das würde mich echt mal interessieren. Ich muss mir das echt mal alles durchlesen. Ich teile es euch auch gerne mit, wenn ihr wollt. Boah, scheiße. Können wir uns hier verstecken?
Oh mein Gott. Sie sieht so schrecklich aus. Ich glaube, der Tisch ist als nächstes dran. Nee. Yo. Das ist absolut krank. Okay, da steckt eine Axt. Ist das ein bisschen auf Shining angelehnt hier? Für dich cool. So ein bisschen auf Shining mit der Axt, oder? So ein kleines Shining Easter Egg. Sieht zumindest so aus. Falls ihr den Film Shining kennt. Hier ist Johnny. Falls ihr euch erinnert. Bam. 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 Oh oh. Sieh einer an, wer da ist. Jetzt müssen wir das gleiche Spielchen wieder machen. Komm her. Okay, ich rufe dich nie wieder. Ist ja alles gut. Okay, ich hab's verstanden. Rufen. Ja, okay, wir müssen rufen und dann mit der Axt hier durchgehen. So. Jetzt rufen wir. Ja. Und dann müssen wir halt hier durchrushen und das Ding zerstören. Ja, gut, es hat nicht gereicht, aber ich hab's verstanden. Und bam. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder eine Verfolgungsjagd, oder? Oder nicht? Ich bin gerade absolut verwirrt, gell? Ich check's gar nicht mehr, was gerade passiert. Aber es ist ultra spannend. Okay. Nochmal eine Axt hier oben. Gleiches Spiel von vorne? I don't know. Aber wir sind langsam. Oh. Ja, gleiches Spiel von vorne. Was wir hier jetzt noch machen. Also, bevor es zu Ende ist. Boah, ich drehe echt noch durch, aber ich glaube, das ist halt wirklich jetzt das Ende von dem Spiel. Zack, Axt nehmen. So. Oh, oh, jetzt habe ich es mir gerade ein bisschen selbst verbockt. Lass mich kurz nachdenken. Wir gehen hier durch. Und rufen. Jetzt gehen wir hier rum. Rufen hier. Und jetzt können wir durchlaufen, oder? Ja, perfekt. Woo. That was enough. Boah, jetzt kommt the final wahrscheinlich, oder? Das ist jetzt wahrscheinlich das letzte. Boah, es sieht creepy aus, das Ding. Nehmen wir die Axt. Ich denke, dass wir hier wieder rufen müssen. Komm. Ja. Bam. Uff. I think that was the final move. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Aber... Oh, wir müssen nochmal die Axt nehmen. Ach, nochmal draufhauen. Das ist noch nicht zu Ende, das Ding. Boah. Okay, jetzt ist das Ding aber durch. Holy. Da liegt sie. Oder da liegt er. Ich glaube, es ist eine sie. Oder ist es ein er? Ich muss mich, wie gesagt, echt mal einlesen. Nachdem wir jetzt hier fertig sind, werde ich echt mal ins Internet gehen und mir wirklich alles über die ganzen Charaktere durchlesen. Was interessiert mich auch einfach mega. Wer ist wer? Was hat es damit auf sich? Wer ist dieser Slenderman? Wer ist die Lehrerin und so? Oh, die Augen! Wuhuhu, lauf! Jetzt died doch alles, oder? Jetzt ist gleich alles hinüber. Oh mein Gott, diese riesigen Geschwüre. Nein. Oh, ich hab's Bibel verkackt, oder? Oh, reicht das? Ich bin zu langsam, glaube ich. Ich schaff's nicht. Oh mein Gott, ich bin so langsam. Oh mein Gott. Boah, es hat gereicht. Lauf. Oh, fuck, wir sind so langsam. Nein. Es geht nicht. Verschone uns. Oh mein Gott, das ist so knapp alles. Wir sind hingefallen. Lauf. Lauf. Oh mein Gott. Oh, Zeitlupe. Zeitlupe. Oh, wir schaffen es nicht. Schaffen wir es? Oh, wir schaffen es. Was ist los? Hey! Was ist los?
gibt. Was? What? Was ist gerade passiert? Warum wurden wir losgelassen? Wir waren doch Freunde. Was ist hier los? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil ich absolut keine Ahnung habe, was gerade abgeht. Aber da ist ein Stuhl. Chillig. Was soll ich auf dem Stuhl? Oh, Alter, wir sind doch verloren, oder nicht? Oh, wir sind hinüber. Das war's mit uns. Das war's mit uns. Oh mein Gott. Hä? Haben wir uns das alles nur vorgestellt? Was passiert jetzt? Oh, wir sind älter geworden. Und älter und vor allem größer. Okay. Und noch größer und älter. Okay. So viele Fragen, oh mein Gott. Oh, so viele Fragen. Und das ist die Tür, die wir die ganze Zeit gesehen haben. So viele Fragen, ich bin absolut confused. Sind wir irgendwie, waren das irgendwie Zeitsprünge? Haben wir gegen uns selbst gekämpft? Was ist das für eine Welt? Warum wurden wir losgelassen? Wo ist unser Begleiter? Begleiterin? Wer sind wir? Was sind wir? Was ist hier passiert? It's over. Wir haben es durchgespielt, meine Freunde. Wow. Ich bin... confused. Ich bin absolut confused. Wir sind durch, meine Freunde. Das war Little Nightmares 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Was ein gutes Spiel. Mir hat es verdammt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich bin mega verwirrt.
Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich werde mir jetzt auf jeden Fall ein paar Erklärungsdinge anschauen, beziehungsweise mal ein bisschen googeln und recherchieren, was es mit den ganzen Personen auf sich hat. Lass mir das Ende erklären, lass mir allgemein die ganze Welt mal erklären. Und vielleicht schreibe ich das einfach jetzt unten in die Kommentare, was ich jetzt gerade gelesen habe. Ja, machen wir es doch so. Also ich werde jetzt ein bisschen recherchieren und auch das Ende und so und mir das Ende erklären lassen irgendwo im Internet. Und das, was ich dann rausfinde, würde ich jetzt unten einfach in die Kommentare schreiben und es einfach pinnen. Und dann könnt ihr das einfach nachlesen, dann wisst ihr es auch. Außer ihr habt irgendeine andere Idee oder ihr wisst schon, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Ich werde zu diesem Zeitpunkt dann wahrscheinlich schon irgendwas recherchiert haben, aber schreibt es dennoch gerne in die Kommentare eure Vermutungen. Was denkt ihr, ist am Schluss passiert? Was hat es mit dem ganzen Ende auf sich? Warum sind wir gewachsen, 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 bis wir schlussendlich dieser Slenderman-Mensch wurden? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch dieses Spiel zu spielen. Bald kommt das neue Resident Evil 8 Village, und das werden wir auf diesem Kanal natürlich auch zusammen zocken. Könnt euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich bin sehr gehypt auf das Game. Resident Evil wird überkrass und ich glaube, ich werde mir sowas von in die Hose kacken, aber ich freue mich drauf. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Support. Danke, dass ihr dabei wart. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit euch gemeinsam dieses Spiel durchzuspielen. Mega Ding. Ja, deswegen danke für den ganzen Support. Ich weiß, es hat nicht so viele Leute interessiert, dass ich dieses Spiel gespielt habe und es wollte auch nicht jeder sehen. Dennoch habe ich es für die Leute gemacht, die es sehen wollten, die Spaß hatten, mit mir dieses Spiel durchzuspielen und auch für mich selbst, weil ich einfach Bock hatte, dieses Spiel zu spielen und es mit euch zu teilen. In dem Sinne, danke für den ganzen Support, war ein sehr, sehr cooles Spiel. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr zu dem Spiel sagt. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr lange Folge jetzt auch geworden, aber hey, letzte Folge kann man natürlich auch ein bisschen Überlänge geben und in dem Sinne, schön, dass ihr am Start wart, Friends. Danke für den ganzen Support, ich habe euch alle lieb, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.